Es ist soweit, liebe Zocker und YouTuber. Es ist soweit. Hoppala. Es ist soweit, dass es ruckelt. Nein, es ist soweit hier in Dual Universe. Ich werde zu einem anderen Planeten aufbrechen. Ich habe mich auch schon vorbereitet. Weit wird es nicht gehen. Es wird nach Aliot gehen. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Ich befinde mich ja derzeit auf einem Mond von Aliot. Nämlich auf Haven. Und wir werden hier rüber nach Aliot fliegen und werden uns da, da werden wir nicht einfach nur hinfliegen und ein bisschen was einsacken. Nein, nein, wir werden uns ein Gebiet claimen da. Und zwar habe ich mich da vorbereitet. Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe mich vorbereitet und zwar habe ich im Gepäck natürlich ein Static Core. Natürlich habe ich 3 Mining-Einheiten dabei. Ich habe ein bisschen hier ein bisschen Honeycomb dabei, um irgendwas zu bauen. Und ich habe natürlich auch Treibstoff dabei und Reparaturmaterial, falls irgendwas schief gehen sollte. Und was ich auch noch dabei habe, es ist fertig geworden, genau. Was ich auch noch dabei habe, ist natürlich, ohne das geht's nicht, eine Territory Unit. Oh, die ist aber ganz schön groß und schwer. Womit wir dann ein entsprechendes Gebiet claimen können. Und ich habe natürlich keinen Gebietsscanner dabei, das heißt, ich werde gar nicht wissen, was ich da scanne. Aber es wird schon irgendwie gehen, denke ich mal. So, damit müssten wir eigentlich alles dabei haben, was wir brauchen, oder? Ja, eine Territory Unit, ein Core, um eine Station zu bauen, ein Static Core natürlich, ein paar Mining Units, leider keine Klasse 2 Units, also wir werden keine tollen Sachen abbauen können, sondern nur den Basiskram. Aber ja, wir können ja da mal gucken, ob wir da überhaupt auf dem Markt vielleicht etwas finden, vielleicht eine Mining Unit im Tier 2 oder so, damit wir an die guten Sachen rankommen. Und ich hoffe auf ein bisschen Glück, dass wir auf einem Teil landen, wo wir auch ordentlich was kriegen können. Wo wir auch ordentlich Materialien haben. Ich habe hier mein Vehikel noch ein bisschen weiter ausgebaut. Ich finde, es sieht ganz cool aus. Es hat jetzt eigentlich ziemlich gute Werte, wenn wir mal raufgucken. Es hat hier, das sind die Atmosphärenflugwerte, 4,5 G Thrust nach vorne. 1,7G Lift, High Altitude Lift ist sowieso vorhanden. Hier meckert er ein bisschen rum im Space, weil wir haben nicht genug Low Altitude Lift im Space, aber das brauchen wir auch nicht, weil wir wollen ja gar nicht, irgendwo im Weltraum auf dem Mond landen, sondern wir wollen in der Atmosphäre fliegen. Insofern stört uns das nicht. Und wir haben 1,67G Schubkraft und 1,7G ungefähr das gleiche an Bremskraft. Komme ich da auch irgendwie mal raus? So. Wir können ja nochmal gucken. Warte mal, wie sieht's aus? So sieht das Vehikel momentan aus. Gar nicht mal so schlecht, würde ich mal behaupten. Die Tanks sind natürlich voll. Und ich habe tatsächlich die kleinen XS Space Engines durch große S Engines ausgetauscht, damit die Sache etwas wuppt. Ich würde sagen, das Ding funktioniert. Das ist jetzt. Naja, wir werden sehen, ob es klappt. So, das heißt, wir drehen uns mal dahin, wo ich habe schon Haven, ich habe Aliot schon markiert. The total mass of the player, ja. Wird alles gut gehen. Ich bin 3 Tonnen drüber. Ich hoffe, wir kommen trotzdem ins All. Ich bin ein bisschen nervös. Habe ich alles dabei? Habe ich alles dabei? Ja, wird gut gehen. Ich würde sagen, Schub nach vorne. Hui! Und auf nach Aliot. Wird bestimmt gut gehen. Machen wir da gar keine Sorgen. So. Da hinten ist Aliot schon. Sehr gut. So, noch geht's nach oben. Dann geht's auch schon wieder runter. Ja, kann man sagen, dass wir ein bisschen zu schwer sind. Das wäre jetzt natürlich fatal. Komm, nimm den Schub nach oben. Spring an. Jetzt springen sie an. Sehr gut. Komm, ihr habt ein G. Ihr schafft ein G. Ja. Welche Höhe haben wir? Wir nehmen noch an Höhe zu. Ich würde sagen, das wuppt, oder?
Komm nach oben. Naja, alles kein Thema. So, 8000. Alles kein Thema. Wir haben alles unter Kontrolle. $10,7k. Ja. Okay, hat mir ein bisschen Sorgen gemacht am Anfang, aber die Kiste fliegt. Und wir wollen ja nach Elliot. Das heißt, wir geben mal ein bisschen hier Schub nach unten oder so. Keine Ahnung, in die Richtung. Wir müssen natürlich erstmal in so eine Art Orbit kommen hier. Sehr cool. Ja. Ja. Alles im Rahmen. Ich sage Tschüss, Haven. Wären wir noch schneller? Ja, wir wären noch schneller. 3000. Okay, wir sind jetzt im Orbit. Nase ein bisschen rauf. Ich habe einen Teil markiert, also eine Kachel markiert, die schon so ein bisschen, sagen wir mal so, in der Nähe von einem Markt ist, wo ich vielleicht mal siedeln möchte. Da werden wir erstmal landen und dann gucken wir uns die ganze Geschichte erstmal an. Die Prämisse ist natürlich erstmal überhaupt sicher zu landen. So, komm. Bisschen nach oben die Kiste. Im Moment zieht uns natürlich die Schwerkraft hier ein bisschen runter. Deswegen müssen wir die Nase ein bisschen nach oben nehmen. Ah, das klappt schon, sehe ich gerade. So. Was sagt unser Treibstoff? Ah, der sieht super aus. 44 Minuten könnte ich Dauerschub geben. Alles im Rahmen, Freunde. So, geradeaus, komm, fliege ungefähr drauf zu. Da unten, das sind die beiden anderen Monde. Sanctuary. Sanctuary ist, glaube ich, mittlerweile verbotenes Gebiet für Normalsterbliche. Ich denke mal für Entwickler oder Alpha-Bäcker nicht. Ich glaube, das ist Sanctuary. Die anderen beiden Monde kann man anfliegen, die haben keine Atmosphäre. Da bin ich vielleicht etwas falsch aufgehoben. Deswegen, ich versuche es erstmal, weil ich ja hier auf Atmosphärenflug ausgelegt bin, ich versuche erstmal auf Sanctuary zu landen. Auf Elliot zu landen. Wird natürlich eine Nachtlandung, wie ich das hier sehe. Wollen wir erstmal runtergehen vom Gas, so. Jetzt werden wir natürlich langsamer, weil wir oben, seht ihr das, noch 0,2G haben. Wir werden also noch von der Schwerkraft hier angezogen, von dem Planeten da, wo wir gerade herkommen. Ich glaube, wir können noch ein bisschen Schub geben, oder? Ich denke mal, so auf 10.000 können wir sicherlich gehen. Unten können wir nochmal auftanken. Ich habe ja Space Fuel dabei, oder? Ja. Ich kann die Tanks beide nochmal komplett auffüllen. Be careful. At very high speed, it might require several minutes for you. Ja, yes. Habe ich verstanden. Geh weg. Können wir das wegmachen hier? Nee, super. Du blendest mir meine komplette... Ich hasse das. Jetzt ist es weg. Okay. Soll uns das reichen? Ich glaube, ja. Komm, das reicht uns mal. Ich ziele nicht direkt auf den Planeten, damit wir quasi dran vorbei. Ich probiere mal kurz die Bremsen aus. Die habe ich übrigens vorne untergebracht. Hoppala. Super. Sag mal, kannst du mal aufhören, mir hier... If you want to slow down or stop your ship while you are traveling at high speed, you can use the cruise control system for more comfortable speed control. Step 1, press. Use scroll to set the target speed. Key to set your speed to 0. Ja, mach das jetzt weg, ich sehe nichts mehr. Ohne Witz, diese blöden Hints, kann man die irgendwie... Nein, kann man nicht. Jetzt warten, bis die... Im Moment fliegen wir im Travel Mode. Ich glaube, das ist ganz gut. 8000 haben wir drauf. Ich traue mich nicht, schneller zu werden. Ich guck mal kurz, wie gut die Bremsen reagieren. Achtung, ich aktiviere sie in 3, 2, 1.
Ja. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir da in den Planeten reinkacheln. So. Wir geben mal ein bisschen hier rüber Schub, ja? Hoppala. Zieh mal da rüber, mein Freund. Ungefähr so. Flieger, grüß mir die Sonne. Ach, ist das cool. Ich kann es kaum erwarten, wenn wir die, wenn wir die Blueprints hier, die Stardust und die anderen Blueprints aktivieren. Und na, die Stardust wird das letzte sein, aber das Shuttle, mein kleines Shuttle mit dem M-Container, das war eigentlich schon eine coole Sache. So teuer ist das auch gar nicht von den Anschaffungselementen, habe ich mir mal angeguckt. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Machen wir noch ein bisschen Stoff, ja, weil. Ist ja lächerlich hier. Wir müssen nur auf eins aufpassen, wir dürfen nicht in die Atmosphäre reinkacheln mit einem irren Zahn, sonst haben wir ein Problem. Ich gehe mal auf 10.000. Ich weiß nicht, wo die Atmosphäre von. Von Elliot aufgehört hat. Aber wir gucken mal. Dann können wir ja mal ganz kurz zeigen, wo ich hin möchte. Also, wir sind unterwegs, da bin ich. Ich fliege hier gerade den Weg hier. Hier wollen wir mal hin, nach Elliot, View Planet. Und ich habe mir schon ein Ziel ausgesucht, wo ich hin möchte. Irgendwo. Keine Ahnung, warum ich die Destination jetzt nicht sehe. Es ist an einem dieser Märkte. Und zwar in einem grünen Bereich. Komisch, dass ich das jetzt nicht sehe. Egal, dann ist das halt so. Und da werde ich dann nicht direkt beim Markt, das ist mir immer nix. Und da werde ich dann mal gucken, werde ich mir erstmal ein Gebiet sichern. Und vielleicht fliege ich dann da auch nochmal zum Markt hin. Und guck mal, ob es da nicht vielleicht L-Einheiten gibt. Also Mining Unit L. Das wäre natürlich. Ja, oder L, noch besser L Stufe 1. Quatsch, Stufe 2, damit wir die guten Materialien abbauen können. Ich habe jetzt zwar zwei Mining-Einheiten dabei, ich habe auch ein paar. Ja, was ich jetzt natürlich vergessen habe, sind die Mining-Container. Juhu! Okay, die bringen mir also gar nichts. Na gut, ich kann sie aufstellen und kalibrieren. Dann kriege ich ein bisschen was Zeug, krieg ein bisschen Zeug, aber mein Gott, gut, ich habe jetzt keine Container, wo ich reinminern kann. Aber mein Gott, das ist, glaube ich, eh nicht so wild, sonst muss ich da erstmal überall hinfliegen. Wir kriegen ja zu Hause genug von den Tier 1 Sachen, da brauchen wir erstmal nichts. An alles hat er gedacht, ja. Nur daran nicht. So, komm, wir geben noch ein bisschen Schub hier. Ist okay ein Zustand. So, wie viel G haben wir? Wir haben 0,1 G. Müssten wir vielleicht mal hier ein Radar anbauen an das Schiff? So treffe ich auf jeden Fall den Planeten nicht. Das ist schon mal ganz gut. Da ist, glaube ich, auch ein Mönchen. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch ein Mönchen ist, aber es ist einer. Würde ich behaupten, weil alles andere ist zu nah dran. Wir sind ja hier immer noch in einer quasi in einer, kann man auch nochmal zeigen, in der Noob-Schutzzone. Hier TARDIS, MARDIS und ILJ sind in der Noob-Schutzzone. Und außerhalb der Noob-Schutzzone, also wo PvP gemacht werden, ist Jago und Teoma. Oder ist. Mardis auch schon außerhalb. Ich glaube, Mardis ist direkt daneben. Mardis und TARDIS sind direkt daneben. Es war ja angekündigt, dass das Spiel später auch andere Sternsysteme
haben sollte. Jetzt die Frage an die Leute. Es wurde ja vielerorts die Enttäuschung geäußert, dass die Entwickler keine weiteren Sternsysteme eingefügt haben. Und jetzt meine Frage, kommt das noch? Soll das noch kommen? Weil das hier ist natürlich ein bisschen wenig, muss man sagen, oder? Jago und Teoma, also zwei Planeten in der PvP-Zone. Also, das wäre schon ein bisschen wenig. Ja, also falls ihr da was wisst, gerne die Infos hier unter das Video knallen. Das Video wird übrigens Überlänge haben, weil ich denke mal, es wird hier ein Weilchen brauchen, wobei ich habe jetzt schon die Hälfte der Strecke zurückgelegt, wie man hier sehen kann. Jetzt ist die Frage immer dasselbe, ist mein Ziel auf der Tagseite oder ist mein Ziel auf der Nachtseite? Man sieht es ja leider nicht. Was haben wir denn hier noch übrigens? Set the current. Move the input to the input coordinates. Aha, okay. Copy the current target's position to create a bookmark. Okay, das brauchen wir alles nicht. Space. Ja, nicht umsonst ist ja hier ein Reiter. Planet. System. Space. Also ich interpretiere das so, das ist der Planet, das ist das System und das ist Interstellar, ne? Also kommt das noch? Soll das kommen? Ich hoffe ja. Ich meine, es gibt ja auch einen Warp-Antrieb, wobei der Warp-Antrieb natürlich für... Ich brauche dringend einen Scanner. Wobei der Warp-Antrieb natürlich für... Dings ist hier, sag schon. Für interplanetare Reisen. So, ihr merkt, dass der wird merklich größer, der Planet. Definitiv. Ich meine, Elliot ist auch größer, aber ich glaube, er hat trotzdem nur ein G. Was heißt nur? Er hat ein G. Ja. Ich werde natürlich ein bisschen leichter sein, weil ich die Territory Unit ablege. Vielleicht nehme ich ein bisschen, was heißt nicht nur vielleicht, ich werde ein bisschen Limestone mitnehmen. Auf Elliot gibt es ja hier, kann man ja mal kurz zeigen. Auf Elliot gibt es ja. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Geh nochmal ins System. Auf Aliot gibt es ja Limestone und Akanthite. Was Akanthite ist, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Die vier habe ich auch auf dem Mond. Die brauche ich ehrlich gesagt nicht. Aber Limestone wäre halt eine coole Sache. Aber Limestone ist, glaube ich, soweit ich weiß, ein Tier 2 Material, oder? Sprich, da werde ich mit meinem lächerlichen S-Minern gar nicht rankommen. So, sechs Einheiten noch. Jetzt kommt die Frage, ist das hier auf der mir zugewandten Seite oder auf der mir abgewandten Seite, wo ich da jetzt gerade hinkachel? Bin mir nicht sicher. Wir werden es sehen. Wir haben immer noch 12.000 drauf. Es sieht so aus, man kann das ja an dem Marker ein bisschen festmachen. Es sieht so aus, als wäre es auf der abgewandten Seite vom Planeten. Und die Faustregel lautet: tunlichst unter 3000 in die Atmosphäre. Tunlichst unter 3000. Zumindest war das in der Beta so. Also, wenn ich jetzt hier mit 12.000 in die Atmosphäre scheppere, dann hatte ich mal ein Schiff. Und deswegen bremse ich jetzt schon mal. Nur mal so ein bisschen. Auf 10.000 vielleicht runter, ja? Burn. Ich könnte auch mit den Haupttriebwerken bremsen, aber das hätte den Nachteil. Also erstens hätte es keinen Boost-Vorteil, weil die sind ungefähr gleich stark, meine Haupttriebwerke und meine Bremsen. Es hätte den Nachteil, ich würde Treibstoff verbrauchen. Witzigerweise verbrauchen die Bremsen keinen Treibstoff. Na komm, bremst noch ein bisschen. So, jetzt lasse ich uns noch ein bisschen treiben.
Ich weiß, wie gesagt, nicht. Ich hatte da so eine fiese Erinnerung, dass die Atmosphäre von Aliot relativ weit oben begonnen hat. Hier auf Dings, hier sag schon auf Haven, hat sie ja gerade mal bei 4000 oder 5000, da hat sie aufgehört. Also da sind die Space-Triebwerke angesprungen. Hier ist es, glaube ich, wesentlich höher. Bin mir nicht sicher. Deswegen müssen wir etwas aufpassen. Wie gesagt, mit der Geschwindigkeit hier, mit 9000 in die Atmosphäre und aus die Maus. Ich hoffe, ich komme mit dem Ding wieder zurück. Wenn nicht, brauche ich ein Taxi. So, noch 3 SU. Haben wir oben schon eine Höhenanzeige? Nein. Die Richtung stimmt gut. Es sieht so aus, als müssten wir auf die andere Seite vom Planeten. Ich lasse mich quasi von der Schwerkraft einmal rumschmeißen. Wie ihr da an dem Bogen seht, klappt das auch ganz gut. Wollen wir noch mal ein bisschen bremsen? Gehen wir mal auf 5000 runter, ja? Bin so ein Schisser. Aber aus Erfahrung, aus der Beta wissen wir, man kann sich wunderbar umbringen. Wenn man in Dual Universe mit zu viel Geschwindigkeit reingeht und ihr seht, ich habe einen ordentlichen Bremsweg. Ich habe übrigens keinerlei Skripte oder sonst irgendwas installiert. So, 7500. Ja, gut. Das sieht alles noch im Rahmen aus. Aber ich gehe mal auf 5000 runter. Haben wir schon eine Höhenanzeige? Nein, na gut, natürlich noch nicht. Ich habe mir übrigens ein Wassergrundstück ausgesucht. Sieht das gut aus, was ich da mache? Ich glaube ja. 2 SU Entfernung. Das ist noch eine ganze Menge. Das sind, glaube ich, 400 Kilometer. Aber wir fliegen ja auch noch 5000 km/h. So, das lassen wir jetzt mal hier bei 5000 und lassen uns den Rest hier rumtreiben. Ich frage mich, ob das da schon ist oder ob das noch hinter der Planetenbiegung ist. Das werden wir gleich sehen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Das sehen wir dann, wenn sich der Punkt bewegt oder auch nicht bewegt. Ja, es sieht mir aber aus, als wäre das noch hinter der Planetenbiegung. Ja, der Punkt bewegt sich noch, also wir müssen quasi um den Planeten rum und auf der anderen Seite ist er. Also bis hierhin, der Flug hierher hat mir schon mal gut gefallen. Ja, wir müssen um den Planeten rum. Mein kleiner Racker hier fliegt ordentlich, wie er das auch tun soll. Haben wir schon eine Höhenangabe? Nein. So, 1,5 SU. Dann gründe ich erstmal meinen Teil und dann fliegen wir zum Markt und gucken mal, was wir da kriegen können beim Markt. Eventuell machen wir dann noch ein oder zwei, wie viel Geld habe ich denn? Ein oder zwei Tutorials, um an Geld zu kommen. Moment, ich will kurz mein Geld gucken. Ah, eine knappe Mille, ne? So. 1,3.
Ich bin etwas vorsichtig. Wie gesagt, die andere Leute fliegen da mit mehr Schmackes rein, aber wir wollen hier nicht stranden. So, jetzt bremse ich uns in den Orbit gleich, würde ich mal sagen. Jetzt kommt der Punkt gleich über den Horizont. Bremsen wir nochmal. Oh, da haben wir schon eine Höhenangabe. 89, okay, wir bremsen mal runter. Nicht, dass wir gleich in die Atmosphäre kommen, das wäre uncool. 80 Kilometer Höhe, ihr seht's. Jetzt haben wir einen Orbit. Wir sind noch etwas fix. Wo hört die Atmosphäre? Wo fing die Atmosphäre an? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sind die Nase nach oben nehmen, ne? Geht's rauf? Naja, so leidlich. Na komm, brems. Zur Not fliegst du 100 Kilometer durch die Atmosphäre. So, es geht, glaube ich, noch nach oben, ne? Ja, wir sind noch in der Atmosphäre, alles cool. 100 Kilometer noch. Ich würde mal sagen, ein perfekter Anflug. Ich schieb mal ein bisschen hier rüber kurz, so. So. Wir wollen ja direkt unser Teil anfliegen. So, und jetzt wollen wir natürlich hier so ein bisschen runter. So. So, den Rest lasse ich mich jetzt fallen. Mehr oder weniger. Haben wir drauf. Die Geschwindigkeit nimmt wieder zu. Sobald es anfängt zu rauschen, müssen wir uns natürlich jetzt haben wir 50 Kilometer Höhe. Okay. Du musstest ja unbedingt wieder hier bei Nacht anfangen. Also wie gesagt, ich habe mir eigentlich ein Wassergrundstück ausgesucht. Sieht jetzt mir aber nicht nach Wasser. Doch, da hinten ist so ein See. So, komm. Bremsen. Bin mir nicht sicher, wo die Atmosphäre aufhörte. Ich glaube, das war relativ flach. Relativ hoch, Entschuldigung. Auf jeden Fall höher als bei Haven. So, 50 Kilometer noch. Quasi ein Katzensprung. Ich dachte, ich bremse ein bisschen, aber dem war nicht so.
Sanft wie eine Feder, sanft wie eine Federfleck. 30 Kilometer noch. Für den ersten Anflug nicht schlecht. Ich habe mal ein bisschen Schub gegeben. Aus dem Grund, dann sehe ich, wann die Triebwerke sich umfärben. Eintritt in die Atmosphäre nehme ich mal an. 18 Kilometer noch. Was haben wir? 8 Kilometer? Na, hier passiert noch gar nichts. 7 Kilometer. Wann greifen die Atmosphärentriebwerke? Müssten sie nicht langsam? 700. Okay, jetzt greifen sie. Cool, cool. Ah, sehr schön. Alles im Rahmen, alles im Rahmen. Da geht der Geschwindigkeitsvektor nach oben. Und ich fliege Richtung meines neuen Heimatortes. Also mir deuchtet, die Atmosphäre schien genauso hoch zu sein wie bei Haven. Ist aber waldig. Oder ist das Wald? Bin mir nicht sicher. Gleiten wie ein Vogel, komm. Sehr schön. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Gleiten wie ein Vogel. Ja. Vorsicht, so 2 Kilometer. Machen wir die Teils. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, was das war. Mach mal die Teils an, bitte. So. Ich glaube, ich habe leicht aufgesetzt. Irgendwie konnte man auch die Höheneinstellung ändern. Also, dass er weiter nach oben schwebt. Bin mir aber nicht sicher, wie. Irgendwas mit Alt war das. Jetzt hör doch mal auf, überall anzuecken hier. Noch ein Kilometer. Welche Tiere? Nee, ne? Das kann nicht sein. Ich hoffe, die Bäume sind immer noch immateriell. So, 800 Meter noch. Ja, die sehen immateriell aus. Und benehmen sich auch so fein, fein. Meter. New Talent unlocked? Welches denn? Keine Ahnung welches. Oh, guck mal, da kommt ein neues Teil. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon da, wo ich hin wollte. Hier so ein. Genau, das ist hier mein schönes Seegrundstück. Genau. Ja, das sieht gut aus hier. Guck mal, da hat sich auch einer verlustiert. Da hinten, da sehen wir schon was. So, wir setzen auf. Plong, steigen aus. Und sagen, ah,
Home Sweet Home. Da hinten hat einer sein Haus gebaut. Hoffentlich hat er hier nicht zu viel abgegrasen. Aber mein Gott, ehrlich gesagt, ist mir das egal. Sieht jetzt nicht so aus. Sieht aus, als wäre hier genug da. So, ich würde sagen, hier oben, hier so auf dem Plateau, hier setzen wir, also erstmal claimen wir hier dieses Teil. Ganz klar. Ich gehe mal hier kurz hin. So. So, hier. Und jetzt, warte mal, wie hat das jetzt funktioniert? Territory available. Ja, ich weiß. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Ding, dieses Territorium. Und das nehme ich mir jetzt einfach mal. Boah, da hat sich aber ganz schön wer verlustiert. Das wäre natürlich auch cool. Aber nee, wir bleiben mal hier. Hier so mitten in den, mitten im Feindgebiet. Da wird jetzt erstmal mein Territorium. Wie geht denn das? Not equipped tool can use this item. Inspect stack delete claim item. Wie meint das? No equipped tool. Welches Tool kann ich denn? Harvest. Deploy element. Warte mal, das da, ne? Ich sage deploy element. Nee. Line, link, move, replace, smooth, precision, deploy, deploy, construct. Deploy, construct? Vielleicht muss ich hier was deployen. Nee. Wie claim ich dieses Stück hier? Ich will dieses Land haben. Muss ich jetzt gucken, wie das funktioniert, oder was? Nee, da bestimmt nicht. Ich will dieses Land haben. Ownership available territory. You will be able to set permission on the... Delete. Nee, das ist sicherlich nicht equip. Manöver-Tool sicherlich auch nicht. Harvest-Tool, Flatten-Tool, Directional. Deploy Ground-Element. Vielleicht das? Ah, okay. So. Dies Land ist mein Land. Das ist Footprint Hill. Footprint Lakeview. So. The terrain will be claimed after 5 minutes. Everyone currently in the terrain will be notified. Okay. Mr. Flag, Footprint Lakeview, alles gut. Deploy. Jetzt müsste eine Zeit runter ticken. Tickt die Zeit irgendwo? Wir wissen es nicht. Das ist jetzt meins. Kann ich hier schon ernten? Wir können da mal kurz gucken. Wo ist denn mein Vehikel? Warte mal, ich muss mal ganz kurz, nee, warte mal. Konstrukte. Schuhkarton. Da ist es. So, ich verlinke mich mal kurz mit dem Container hier. Jetzt gucken wir mal hier, während ich hier die 5 Minuten warte. Ich weiß nicht, ist irgendwo ein Timer oder so, wo ich sehe, wann das meins ist. Mal gucken. Haben wir hier irgendwo Limestone? Ich weiß gar nicht, wie Limestone aussieht. Limestone. In 3 Minuten, da steht es ja. In 3 Minuten, okay. Wo ist Limestone? Hier, das können wir mal nehmen. Ist zwar Kupfer, aber nehmen wir trotzdem mit. Das ist Calcium, nehmen wir auch mit. Wie sieht Limestone aus? Das ist kein Limestone. Denke mal, wir können uns dann auch mal hier meine Nachbarn angucken. Das scheint ja eine größere Organisation zu sein. Ups. Deswegen bin ich nicht hier, um das Zeug hier abzubauen, aber ich mach's mal trotzdem, ja. Wie sieht Limestone aus?
Eisen, Eisen. Die Frage, ob das überhaupt auf der Atmosphäre, ob das überhaupt auf der Oberfläche liegt. Aber das Zeug hier können wir auf jeden Fall mitnehmen. Kupfer lohnt sich ohne Ende. Für mich zumindest. Territory claimed in 2 Minuten. Gucken wir mal, was hier noch ein bisschen rum ist. Ein schönes Grundstück habe ich mir hier angelacht, muss ich sagen. Fein, fein. Hier, das ist auch noch Kupfer, nehmen wir auch mit. Ja, dann packst du es halt da rein. Ach, das war Limestone, okay. Cool. Also dieses Calcium ist, glaube ich, Limestone. Das rote. Ich werde hier natürlich nicht leer wegfliegen. Ich werde auf jeden Fall noch zu einem zum Markt fliegen und gucken, ob ich große Bohreinrichtungen finde. Dann wird sich das nämlich richtig lohnen. Dann werde ich mir allerdings auch wie ist das Zeug? Container kaufen müssen. So. War hier noch irgendwas? Da hinten hört schon meine Grenze auf. Irgendwo hatten wir hier, irgendwo am Horizont habe ich großes Gebäude gesehen. Hätte ich mal kurz gucken müssen, wo das ist. Ach, mal hier. Calcium. Bitte. Ist schon meins? Ne, noch 45 Sekunden. In 45 Sekunden ist meins. Ich freue mich. Was gibt's hier unten? Ach, guck mal hier. Fall bloß nicht runter. Her damit. Super. Also es sieht ja auch aus, als wäre hier noch nicht allzu viel gesammelt worden. Ja, mit dem guten Malachit und mit dem Calcium. Ach guck mal, unter Wasser gibt es auch was. Ist ja toll. Hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Aber da gehe ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt nicht baden. Was haben wir da? Teich. Müsste jetzt meins sein, oder? In diesem Augenblick hat er, glaube ich, auf meinen umgeswitcht. So, dann setzen wir natürlich als allererstes mal. Warte mal, vielleicht sollten wir mal das Licht anmachen. So. Setzen wir natürlich als allererstes mal hier unser Häuschen. Kurz gucken, ob wir hier noch was finden. Ja, komm, nehmen wir auch noch mit. Fein, fein, komm, zurück. Ich habe ein Wassergrundstück. Juhu. Oh, sieht gut aus. Hier, das nehmen wir auch noch mit. Na. Wie viel Platz habe ich noch? Lass mal gucken. Oh Gott, habe ich noch viel Platz. Malachit und Limestone. Naja, das kann natürlich eine Weile dauern, bis man hier genug davon eingesammelt hat. Aber man kann ja hier auf Eldiad, ich weiß nicht, ob das auf Haven auch geht, aber auf Eldiad kann man hier natürlich auch auf den ungeclaimten Gebieten rumkrebsen und da Zeugs einsammeln, also nicht auf den geclaimten. Klar, man kann nicht auf dem fremden Grundstück rumkrabbeln, hoppala, da wäre Mensch gewesen. So, wollen wir das hier so machen, dass wir hier so quasi übers Land gucken können? Oh, da hinten ist irgendwas, ne? Da hinten fliegen wir mal hin.
So, hier setzen wir mal das mein kleines Häuschen. Oben auf dem Hügel vielleicht. So. Sieht bestimmt toll aus am Tag. Hinter mir der Wald. Ja, ja. So, wo ist mein Static Core? Hier haben wir ihn. Und kleiner Tipp, ne? Also wir bauen den Static Core natürlich ein bisschen höher, weil das Baugebiet ist ja auch nach unten begrenzt. Dann kann man nämlich ein bisschen nach oben bauen. Warum kann ich da nicht hinbauen? Target too far. Ja gut, kann doch da hinfliegen. Das habt ihr nicht so. So. Ich würde sagen so, oder? Ja. Setzen wir das da hin. Das ist Lakeview Manor. Deploy. Please remember, this is only for fixed ground structures. Ja, ist irgendwie logisch, oder? Aber was soll es denn sonst sein? So, jetzt probieren wir mal Folgendes aus. Und zwar können wir ja jetzt hier hingehen und sagen, okay, wir bauen mal so eine Plattform aus grauem Gedöns. Kann ich die da nicht... So, weil die nicht in... Warte, Moment. Nee, ist eigentlich genau da, wo sie sein sollen. Invalid-Konstrukt. Warum? Muss ich das irgendwo setzen? Offenbar muss ich es da ransetzen. Keine Ahnung, warum ich die Voxel nicht einfach hier irgendwo in die Gegend setzen kann. Darf ich jedenfalls nicht. So, komm, ich baue es halt hier runter. So, zack. Komm, die können wir ja dann wieder löschen. So. Und jetzt können wir mal sagen, so, so, das ist natürlich extrem blöd, was ich da gerade gemacht habe. So, jetzt setzen wir mal testweise eine einzige Bohrmaschine hier hin. Nicht, weil ich habe ja gar keinen. Ich habe ja noch nicht mal einen. Warte mal, dafür müssen wir natürlich ein Loch hier reinsetzen. Sonst kann die nicht bohren. Wo ist mein. Warte mal, bauen. Und dann voxeln wir das hier weg. Voxel, voxel, voxel. So, jetzt holen wir unser Setzetool. Was war das? Das sah gruselig aus. Pom, 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 pom. Sieht natürlich blöd aus, was ich hier gerade mache. Wir setzen das mal. Warte mal, da habe ich jetzt auch natürlich mitten in die Mitte gesetzt. Ach komm, das ist ja egal. Wir wollen ja nur mal ganz kurz ausprobieren, ob das funktioniert. Ey, achso, hä? Vielleicht hätte es das ersetzen sollen. So, ich setze die jetzt einfach mal direkt da drüber. So, sieht nicht schön aus, aber selten. Ja. Jetzt stellt sie sich auf. Und jetzt gucken wir sie uns mal an. Jetzt müssen wir sie natürlich mit dem Container verlinken. Ja, wie behauptet, ne? Die kann natürlich nur, da brauche ich jetzt noch nicht mal, das brauche ich noch nicht mal kalibrieren. Die kann jetzt natürlich nur hier Zeugs abbauen, die Tier 1 Erze abbauen. Ich werde trotzdem die ganze Gegenstände hier mal draufsetzen, weil dann müllen sie mir jetzt nicht das Inventar zu, ne? So. Achso, ich habe nur 3, okay. Habe ich noch irgendwas dabei, was von Interesse wäre? Warum habe ich das dabei? Wir wissen es nicht. Achso, das ist aus dem Crafting übrig geblieben. So, jetzt haben wir die da abgelegt, die da abgelegt, die da abgelegt. Sehr schön, die stehen jetzt erstmal hier dumm rum und erfüllen keinen weiteren Zweck. Wir können ja jetzt mal mit unserem Flieger... Oh, wir gucken uns in der nächsten Folge an, wer unser Nachbar ist, ja? Weil hier ist schon wieder Aufnahmestopp. Wir sind geflogen von... Nee, nicht von da. Von Haven rüber nach Elliot und ich hoffe, wir kommen auch wieder zurück. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi!